Vergrößern, verkleinern. Christian Titz unterschrieb beim Hamburger SV einen neuen Vertrag bis 2020. Urheberrecht Getty Image. Steilen wiederne Mail-Kommentare. Jetzt ist es offiziell, Christian Titz bleibt Trainer des Hamburger SV. Der 47-Jährige unterschreibt trotz des Abstiegs einen neuen Vertrag. Christian Titz bleibt ungeachtet des erstmaligen Bundesliga-Abstiegs Trainer beim Hamburger SV, dies gaben die Hanseaten am Mittwoch wie zuvor bereits angekündigt bekannt. Der 47-Jährige unterschrieb bei den Norddeutschen einen Vertrag bis 2020. Ich fühle mich wohl in Hamburg und beim HSV und habe immer gesagt, dass ich mir auch ein Engagement über diese Saison hinaus sehr gut vorstellen könnte, sagte der 47 Jahre alte Titz nach der Unterschrift. Wir alle wissen, dass uns jetzt nach dem Abstieg große Herausforderungen in der 2. Bundesliga erwarten. Diesen Aufgaben gilt ab sofort unser ganzer Fokus. twitter.com/hsv-status/996754593299206144. In den 8 Partien unter Titz hatte der HSV respektable 13 Punkte gesammelt, doch der Rückstand zum rettenden Ufer war letztlich zu groß. Dafür zeichneten in erster Linie Titz Vorgänger Markus Gisdol und Bernd Hollerbach verantwortlich. Christian Titz hat in den vergangenen Wochen und Monaten mit seiner inhaltlich geprägten Arbeit bewiesen, dass er der richtige Mann für unsere sportliche Neuausrichtung ist, sagte Vorstand Frank Wettstein. Wir alle sind überzeugt, dass Christian Titz mit seinem Team weiterhin die richtigen Impulse für den HSV setzen wird. Teilen wie terne Mail-Kommentare.